Guten Tag bei der Fortsetzung der Ursachenforschung der kleinen Macke des modulierten Beams. Wir haben ja vermutet, dass ein thermisches Problem vorliegt und eventuell der Lüfter daran schuld ist. Ich habe nun den Ersatzlüfter bekommen und werde den einbauen und mal sehen, ob wir da schon eine Lösung des Problems sehen können. Vielleicht noch ein Hinweis zum Ersatz des Ventilators. Der Ventilator kann nicht entfernt werden, ohne dass man auch das umliegende Gehäuse entfernt. Ansonsten kann man die Abdeckung nicht entfernen. Die geht nur weg, wenn auch das komplette Gehäuse entfernt ist. Nun, das ist dann einfach. Hier diese beiden Drähte ablöten und den neuen Ventilator befestigen. Das erste Aha-Erlebnis ist, dass dieser Ersatzventilator exakt passt. Also der wackelt nicht, der passt ganz genau in die Originalaussparungen und dürfte deshalb auch genau in die Lüfteröffnungen, also in die hier diese Aussparungen passen. Das passt perfekt. Was auch noch entscheidend ist, ist die Höhe, die Dicke dieses Ventilators. Der ist jetzt perfekt, hat kein Spiel und diese Abdeckung klemmt einwandfrei diesen Ventilator und hält ihn an Ort und Stelle. Das war beim vorherigen Ersatz oder verbastelten Ventilator nicht der Fall. Interessant oder wichtig ist jetzt vielleicht noch kurz zu prüfen, ob nichts klemmt, also bevor wir das Chassis wieder komplett zuschrauben, werde ich noch kurz einen Test machen, ob der Ventilator auch dreht und in die richtige Richtung dreht und nichts klemmt. Ein erstes Resultat nach etwa einer halben Stunde Aufwärmzeit. Leider muss man sagen, ist die Modulation des Beams nicht verschwunden. Man sieht es besser auf einer Zeitlupenaufnahme, die ich im Schluss dieses Videos noch angehängt habe. Die Modulation ist immer noch vorhanden, und zwar würde ich auch sagen, ungefähr gleich stark. Sie ist leicht zu eliminieren mit ein bisschen Hold-Off. Das ist vielleicht ein bisschen besser, aber ich glaube, das ist nur eine subjektive Meldung, die ein bisschen vom Wunsch des Gedankens beflügelt wird. Also eigentlich resultatmäßig nichts besser bezüglich Bildschirm und Beam. Was natürlich dafür ein doch erhebliches Erfolgserlebnis ist, ist, dass der Ventilator um Faktoren leiser ist. Das ist doch sehr, sehr erfreulich. Der Durchsatz scheint gleich zu sein. Ich messe auch die Ausgangstemperatur und sehe, dass die Ausgangstemperatur um etwa 5 Grad tiefer ist als bisher. Das heißt, wir saugen deutlich mehr kühlere Umgebungsluft aus dem Gehäuse hinaus. Das wäre doch ein erster Erfolg, wenigstens bezüglich Ventilator, aber kein durchschlagender Erfolg bezüglich Modulation des Beams. Ich werde mich jetzt weiter auf die Ursachenforschung machen. Wahrscheinlich geht es jetzt um ICs, die irgendwelche Probleme haben, vielleicht sogar Kalibrierung. Ich weiß nicht. Ich werde weiterhin suchen und auch bei den Foren, diversen Tech-Foren und bei den Spezialisten ein bisschen nachfragen. Und wir werden sicher eine Lösung finden. Schönen Dank für diesen Besuch im Labor und bis bald.